Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Kühlmittelbehälter. Eigentlich nicht sonderlich spektakulär, allerdings gibt es doch das eine oder andere zu beachten. Und was das ist, das sage ich euch jetzt. Eigentlich sollte man davon ausgehen, dass es zum Thema Kühlmittelausgleichsbehälter gar nicht viel zu sagen gibt. Ja, die Dinger gehen manchmal kaputt, gerade wenn Sensoren da drin sind, aber ich möchte auf was ganz anderes hinaus. Wenn ihr euch zum Beispiel ein Auto kauft und da ist ein nagelneuer Ausgleichsbehälter drin, dann ist das erstmal schön. Aber trotzdem müsst ihr so ein bisschen aufpassen. Ja? Als Beispiel, ich nehme euch mal mit. Hier habt ihr jetzt einen ganz normalen Standard-Kühlmittelbehälter. Ihr könnt die Kühlflüssigkeit erkennen. Und wenn ihr jetzt hier den Behälter mal aufdreht, dann werdet ihr auch sehen, dass der Kühler, das ist Kühlmittel, ich sag mal, hier ist nichts dreckig, hier ist nichts verschmutzt. Das Kühlmittel ist eindeutig in der Farbe zu erkennen. Ja, also auch das sieht alles wunderbar aus. Die Anschlüsse sind alle heile. So, normalerweise alles gut. Ja, so muss das in der Regel aussehen. Und man kann mit einem Ausgleichsbehälter nämlich auch eine Reparatur kaschieren. Und das zeige ich euch jetzt mal. So, das ist ein Ausgleichsbehälter, den haben wir vor kurzem mal erneuert. Und wenn ihr jetzt hier mal reinguckt, dann werdet ihr sehen, was sich da abgelagert hat. Ja? Einmal, dass der Behälter eigentlich fast gar nicht mehr durchsichtig ist und wenn ihr mal rausguckt, was hier rausläuft. Das ist noch Kühlmittel und das sind Ölreste. Ja, und ihr müsst natürlich wissen, Öl ist leichter als Wasser. Das bedeutet, dass in dem Motor die ganzen Ablagerungen, die fallen nicht nach unten im Kühlsystem, wenn es Motoröl ist, sondern es steigt oben in den Behälter. Ja? Und hier könnt ihr erkennen, wie kommt praktisch hier raus das Öl. Und das ist ganz einfach. Da scheint also irgendwas an dem Motor nicht okay zu sein. Und das können natürlich mehrere Dinge sein. Es kann einmal sein, dass die Kopfdichtung kaputt ist. Es kann sein, dass vielleicht auch ein Abgas, AGR-Kühler kaputt ist. Also irgendwo scheint Kühlmittel in Verbindung Kühlmittel in Verbindung mit Öl zu kommen. Und das ist natürlich das, wo ihr dann hellhörig werden solltet, wenn einfach mal ein neuer Kühlmittelbehälter eingebaut wird. Ja? Das ist auf jeden Fall nicht okay. Und das heißt, damit kann man dann einfach eine gute Reparatur kaschieren. Auch wenn ihr hier mal reinguckt, wie viel das ist, ja, dann ist das auch eine Sache, die schon ernst zu nehmen ist. Nichtsdestotrotz, Kühlmittelbehälter reißen hier schon mal, hier um diese Naht, ja, oder die Anschlüsse werden spröde und brechen ab. Das habt ihr natürlich auch sehr, sehr häufig. Aber trotzdem können auch oftmals das der Grund sein, warum einfach ein neuer Kühlmittelbehälter reinkommt und damit dann teure Reparaturen kaschiert werden. Ja? Das heißt, ihr habt einen neuen Behälter, das wird euch sogar noch als Vorteil verkauft und unterm Strich kauft ihr eigentlich eine Kiste, die motortechnisch nicht in Ordnung ist. Ja, jetzt wisst ihr, warum ich bei allen Fahrzeugchecks immer mal den Kühlerdeckel aufdrehe bzw. das Kühlsystem mir ganz genau anschaue. Und wenn ihr sowas also habt, ja, und da ist dann, ihr kauft ein Auto und da ist da plötzlich ein nagelneuer Behälter drin, dann sollte man durchaus auch mal skeptisch sein. Das kann ein Vorteil sein, weil der Behälter wirklich kaputt ist, ja, weil wie gesagt an den Nähten reißt oder ein Anschluss abbricht. Das kommt schon mal vor. Die werden auch milchig und dann irgendwann spröde. Ja, aber ein nicht, ich sag mal, geringer Anteil, da wird auch einfach ein Behälter für 15 Euro reingemacht und eigentlich ist die Kopfdichtung undicht oder der AGR-Kühler ist undicht oder es gibt noch andere Dinge, die dann einfach nicht okay sind. Und so kann es dann passieren, dass ihr ruckzuck hohe Reparaturkosten an den Haken habt. Ja, so einfach ist das. Ja, das war's in diesem Video. Ich sag bis dann, danke und tschüss.